Hallo zusammen, mein Name ist Vlad A4 gelernt. Serioga! Serioga, was ist das für ein Freund von dir? Das ist mein Schwein. Sein Name ist Zucchini. Okay, Leute, wir haben beschlossen, die nächsten 24 Stunden in diesen kleinen Häusern auf Bäumen zu verbringen. Und wir haben sie selbst gebaut. Und wir haben 3 Tage dafür gebraucht. 3! Aber seht euch an, wie schön es geworden ist. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind groß und wir wissen, wie man etwas baut. Wer auch immer, das wird ein Spaß. Ich schlage vor, du verbringst den Tag mit uns. Es wird großartig werden. Oh Mann, gebt ein Like für diese schicken Häuser. Wer zeigt als erster sein Haus? Ich. Ich habe ein sehr cooles Hightech-Haus, in dem ich alles Mögliche eingebaut habe. Es war sehr schwer gewesen, aber ich habe es geschafft. Hey, was ist das? Eine Platte? Yeah, ich habe einen Fernseher hier drin. Leute, ich habe ein Satelliten-Internet und Fernsehen. Ich bin eigentlich der perfekte Nachbar für euch. Ich gebe euch kostenlos WLAN. Ich habe mein eigenes Zeug dabei. Jetzt muss ich es nur noch auspacken und ins Haus reinstellen. Ist das ein schicker Teppich, den du hast? Ja, das ist Hightech. Hightech? Hightech. Und du hast irgendein Dorftech und ich habe nur Hightech. Komm nicht mit diesem Mist über mein Haus. Ich habe Gemütlichkeit, Komfort. Du wirst das lieben. Du könntest es ein VIP-Apartment nennen. Alles klar, willkommen in meinem Baumhaus. Ups, Mist, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Das war ein Fehler. Mein Fehler. Übrigens, meine Tür geht so auf. Die Scharniere müssen noch fertiggestellt werden. Wie du sehen kannst, sieht mein Haus sehr einfach aus. Aber ich habe noch einen Freund bei mir. Und ich habe diesem Hund noch keinen Namen gegeben. Ihr könnt also eure eigene Version in die Kommentare schreiben. Ich werde sie alle nehmen. In Ordnung, gehen wir hier entlang. Ich habe hier eine Wiese. Zucchini. Oh, unter dem Häuschen. Das ist alles. Und Zucchini wird nicht weglaufen, hoffe ich. Ich sage dir, was im Haus sein wird. Ich werde einen Tisch um das Haus herum haben. Du weißt schon, zum Essen, zum Picknicken, zum Sitzen, Stühle. Natürlich habe ich auch Feuerholz dabei. Ein Stock ist für den Fall, dass ein paar wilde Tiere meine Haustiere treffen wollen. Ich werde sie schnell haben. Aber wenn der Stock nicht hilft, habe ich eine Falle, eine Jagdfalle, eine echte. Die stelle ich auch hier irgendwo auf. Und einen gusseisernen Topf zum Kochen. Wenn es dir langweilig wird, kannst du ihn für Chalabach verwenden. Und hier drüben habe ich eine ganze Kiste mit Sachen für das Haus. Und das nehme ich mit rein. Nun, mein Ansatz ist sehr einfach. Ich habe viel ausgegeben und viel eingekauft. Ich habe die teuersten Materialien, die teuersten Produkte und die interessantesten Dinge für mein Haus. Nun Mann, das ist so viel, dass ich nicht weiß, wie ich es runterkriegen soll. Naja, okay, alles Stück für Stück. Und falls ihr nicht wusstet, das ist ein Kühlschrank. Da kann man Eis reintun, essen und es schmilzt nicht. Es muss ein Leiter geben, unbedingt, wie diese hier mit einer Veranda, damit man morgens rausgehen kann und dann, wie leben diese armen Nachbarn? Ich verstehe. Und zurück in die Kabine. Wow, also ich habe hier 2 meiner kleinen Sitzkisten, um mich da hinzulegen und auszuruhen. Ich werde übrigens auf den schlafen. Ich habe hier auch 2 kleine Tische. Und schaut mal hier, Leute, hier ist meine Tür, die zu meinem Nachbar führt. Und dort wohnt wer? Vlad A4. Endlich habe ich seine Adresse. Hier habe ich natürlich meinen Laptop. Außerdem habe ich hier meine Kopfhörer mitgebracht. Und auch noch habe ich meinen Monitor mitgebracht. Den werde ich als Fernseher benutzen. Und wenn mir mal ganz langweilig wird, dann lade ich einen Freund an und dann können wir zusammen mit ihm zocken. Was für eine Schönheit. Und damit es auch abends nicht langweilig wird, habe ich einen Lautsprecher dabei. Dann können wir mit den Jungs Musik hören oder ich werde sie alleine hören. Oh, was habe ich vergessen zu sagen? Das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein Verlängerungskabel mitgebracht, weil ich hier Strom habe. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich habe sogar einen Generator mitgebracht. Ich zeige euch ihn mal. Da steht er. Er verbrennt Treibstoff und erzeugt dadurch Strom. Das ist echt cool, Mann. Außerdem habe ich eine Überwachungskamera da. So kann niemand ohne meine Erlaubnis einfach so in mein Haus einbrechen. Ein Schraubenzieher. Und natürlich muss ich mich um die Beleuchtung in mein Haus kümmern. Also habe ich so eine LED-Leiste gekauft. Und für die totale Entspannung in der Natur habe ich eine Hängematte wie diese dabei. So, ich bin fertig. Und das schließen wir jetzt an. Und schon haben wir ein super modernes Hightech-Baumhaus. Los geht's, Leute. Also, was sagt ihr, Leute? Die Videokameras habe ich installiert. Und nun werde ich euch zeigen, wie das drinnen im Haus funktioniert. Schließen wir die Tür und willkommen im Baumhaus von Glad Amigos. Auf dieser Seite der Wand habe ich dieses krasse LED-Band. Es wird nachts wunderschön sein. Ich möchte es mir unbedingt ansehen. Geil. Da ist mein Monitor, an den ist natürlich meine liebste Playsee angeschlossen. Wow, hier könnte ich nicht nur 24 Stunden verbringen, sondern sogar eine ganze Woche. Schau mal, was ich hier habe. Das Huhn wird bei mir wohnen.
Übrigens funktioniert das Hund für mich als Alarmanlage. Wenn sich ein Raubtier an mich heranschleicht, fängt es an zu gackern und ich bemerke die Gefahr sofort. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Erstens ein Stuhl, Wasser. Außerdem habe ich einen Schlafsack wie diesen. Und ich habe Lebensmittel in einem tragbaren Kühlschrank wie diesen gelagert. Schau mal, das sind Würstchen und Fisch. Außerdem habe ich ein paar von diesen Roll-Ups. Davon gibt es eine ganze Menge. Und es gibt Arten von Pilzen, Tomaten, Gurken, Plastikteller. Und das ist ein Fischernetz. Ich habe es mitgebracht, falls wir angeln gehen. Und natürlich habe ich auch ein paar Werkzeuge mitgenommen, nur für den Fall, dass wir etwas reparieren können. Und genau wie die Jungs habe ich eine Tür. Und zwar hier. Schau mal, sie führt zu Vlads Haus, damit wir uns gegenseitig besuchen können und zu Gast gehen. Jo, so sieht mein Haus aus. Erinnert euch so an ihn. Bis jetzt gibt es hier nichts, aber das ist nur diese schicke Ledercouch und ein toller Blick aus dem Fenster. Golfschläger, Hörner, ich stelle ihn hier. Weißt du, in diesem großen Häuser machen sie das. Das ist eine Ringleuchte für TikToks. Zum TikToks machen und zum Aufhängen von Kleidung. Ist das nicht wahr, TikTokers? Das machen auch alle reichen Teller, Tischtücher. Ich habe auch eine Chroma-Key-Decke wie diese hier und einen Regenschirm. Ich habe eine Wohnung mit einer Terrasse. Mein Golf-Outfit, eine Decke oder ein Teppich, mal sehen. Alle Arten von Baumaterialien, Becher, eine Dose Farbe, goldene Farbe und Trockenshampoo. Man spürt es ins Haar und es wird sauber. Man muss nicht auf den Regen warten, um es zu waschen. Bräunungscreme, Zeug, um geile Cocktails zu machen, Grillzangen, wie auch immer. Ich zeig euch, was ich im Kühlschrank habe. Nun ein kurzer Blick. Es ist Syrup. Wenn Sie wollen, immer mehr sieht es so aus. Gib mir nur eine Sekunde und ich werde es sauber machen. Bam! Schau, ich habe hier einen Drehort. Ich könnte am Strand sein, in den Bergen, in der Wüste, im Weltraum und sogar unter Wasser. So schick ist meine Couch geworden. Das Ankleidezimmer, naja, und ordentlich aufgeräumter Tisch. Und das Highlight ist meine Terrasse. Ohoho. Als ich aus meinem Elternhaus gezogen bin, habe ich nicht einmal davon geträumt. Alle fragen mich immer, warum ich so hart arbeite. Videos, Integration, Merch, Apps. Eigentlich habe ich nur einen Traum. Ich will einfach ein Haus. Ein richtiges Haus, das aus Geld besteht. Und in Zwischenzeit habe ich das hier. Mein erstes Haus. Leute! Serioga! Glenn! Ja, Vlad? Ich lade euch zu einer Einweihungsparty ein. Oh, cool. Kein Problem, wir sind gleich bei dir. Und vergiss die Geschenke nicht. Es ist eine Einweihungsparty. Einen Moment. Komm schon. Was für eine Idee von Vlad. Was für Geschenke zum Teufel. Ich weiß nicht mal, was ich ihm schenken soll. Ach, übrigens, vielleicht schenke ich ihm ja eine Pflanze. Das ist ein Einweihungsgeschenk für die Bude. Und im Grunde werde ich nicht dumm dastehen. Ich nehme diese Tasse und werde Vlad ein Geschenk besorgen. Ich werde ihn später auch zur Einweihungsparty einladen. Wow, ist das schön. Übrigens, ich musste nicht einmal weit gehen. Seht euch mal diese Wurzeln an, die ich hier gefunden habe. Das sieht aus wie ein Geldbaum. Wow, super. Ich schätze, das ist ein klasses Geschenk. Sieht sogar irgendwie echt schön aus. Ich brauche das, das auch. Es scheint, dass ich alles, was ich zu Hause habe, auch brauche. Und das erinnert mich an etwas. Es gibt ein Omen, das man bei der Einweihung der Tiere ins Haus lassen soll, um Glück ins Haus zu bringen. Ein Huhn werde ich ihm sicher nicht geben, aber ein Schweinchen, eine Zucchini im Prinzip schon. Ein glückliches Haus, das kann man wohl sagen. Oh, Vorsicht. Oh, ich höre jemanden kommen. Serioja. Oh, hallo. Hier, schau. Es ist Glück für dich im Haus. Ein Tier, das auf einer Einweihungsparty ist, wird als erstes hier reingelassen. Komm schon, Zucchini. Los, los, los. Ich verstehe. Ja, das Geschenk ist super, Serioja. Toll, danke. Hey, alles Gute zur Wohnungseinweihung. Das ist mein Geschenk. Es ist ein Geldbaum. Toll, danke. Was soll das Ding? Passt du erstmal auf mein Haustier auf? Nein, ich schenke es dir nicht. Es ist einfach so gelaufen, dann werde ich mit ihm gehen. Meine Meinung nach, Serioga, funktionieren Geschenke anders. Naja, dein Glück wird kommen. Du wirst schon sehen. Warte nur ein bisschen. Hast du mir positive Energie gegeben? Ja, das ist das Beste und Wertvollste. Na gut, ich bin einverstanden. Das Thema der Geschenke kam auf und ich habe gedacht, wenn die Zuschauer uns ein Geschenk machen, indem sie die Abonnements sehen, machen sie einen roten Knopf grau. Aber sie machen sich eigentlich selbst ein Geschenk. Ach, warum so plötzlich? Nun, haben sie bemerkt, wie die Qualität unserer Videos gestiegen ist.
Wie oft veröffentlichen wir sie? Es ist so, als ob wir bereits Filme drehen würden. Und das ist so, weil ihr unseren Kanal abonniert. Mir ist es jetzt klar geworden, dass es uns Kraft und eine Ressource gibt, um Videos zu erstellen und zu produzieren. Jedes Abonnieren ist wie ein Baustein für die Qualität der zukünftigen Videos. Ihr wisst, dass alles beeinflussen könnt. Ich bin selbst schon neugierig, wenn ihr jetzt alle euch anmeldet, wer noch nicht angemeldet ist. Was für Videos werden wir rausbringen? Es wird einfach eine Kanone sein. Vor allem jetzt, wenn es Sommer ist, wenn wir so viele Energie und so viele Ideen haben. Und alles, was wir brauchen, ist deine Unterstützung. Tu das endlich. Abonnier auf diesen Kanal und mach nicht nur uns, sondern auch dir selbst ein Geschenk. Du wirst Spaß haben, du wirst gute Laune haben, immer gute Laune. Und schau mal, wie ist der Zucchini? Der passt schon hier nochmal. Du bist nur eine Kanone. Ein kleines Weichei. Warte, willst du damit sagen, dass es Kobikow ist? Nein, du bist einfach nur langweilig. Keine Musik. Übrigens, Leute, ich habe Musik zu Hause. Kommt gleich zu meiner Einfeierungsparty. Bring mir ein paar Geschenke mit. Ich habe auch einen Lautsprecher und noch eine geile Playstation. Okay, ich werde mein Bestes tun. Und die Geschenke nicht vergessen. Übrigens, Leute, wie wär's mit ein paar Cocktails? Ich habe alles dafür. Was wollt ihr? Nun, als dein Gast hätte ich gerne einen Cocktail in einer Kokosnuss. Für mich geht alles. Lass uns die Vorbereitung anfangen. Wie machen es Barkeeper? Wir nehmen ein bisschen Sprite. Zitronensaftkonzentrat. Ich denke, ein wenig Preiselbeersirup wäre nett. Moment mal, war mein Cocktail überhaupt Kokosnuss drin? Jetzt wird es einen geben. Okay, jetzt muss das Ding umgerührt werden. Shaker. Der Shaker ist übrigens von A4. So einen bekommst du im Geschäft oder auf der Webseite a4shop.ru. Das ist wie ein Review-Mod. Kleiner Kommentar, solange es der Koch nicht hört, er stinkt nach Kotze. Ja, super, ist der Cocktail schon fertig? Ich kann es nicht hören. Nein, es riecht halt wirklich komisch hier drin. Hör mal, Vlad, was sind das für komische Strohhalme? Welchen Geschmack haben sie? Sergio, das sind riechen. Du musst an die riechen. Ah, ich finde, es riecht komisch. Tuben, grün, gelb und blau. Auch ein Regenschirm. Oh, Cocktails kommen durch. Party! Wir setzen uns hin, probieren sie gleichzeitig und zeichnen die Lektion auf. Hör mal, das sind alles so Säfte auf einmal in einem Glas. Multifrucht. Und auch Kokosnuss. Das ist keine Frucht. Multifrucht mit Kokosnuss, ja. Also, es ist eindeutig eine stabile 6 von 10. Mal sehen, mit was du bei dir zu Hause überraschst. Vergesst auf jeden Fall die Geschenke nicht und ich bereite das Haus für meine Gäste vor. Schade, dass ich kein zweites Shrine habe. Man kann kein zweites Geschenk machen. Es ist dasselbe. Ich werde gehen und ein anderes Geschenk für Glenn aussuchen. Tschüss, tschüss. Gut, wir sind weg. Scheiße. Und ich muss Glenn auch noch etwas schenken. Ich habe Vlad schon das günstigste und letzte Geschenk besorgt. Oh, was? Sieh dir das an. Das Huhn hat Eier gelegt. Oh, wie schön für dich. Ich nehme eins von deinen Eiern. Ich schenke Glenn nicht nur ein Ei, ich schenke ihm ein Huhn. Wenn das Ei richtig ausbrütet, bekommt er ein Huhn. Wie ich. Oder vielleicht sogar einen Hahn. Übrigens, hier ist eine Idee für ein Geschenk für Glenn. Das Geschenk wird so interessant sein wie das, das er mir geschenkt hat. Klopf, klopf, klopf. Na, wen haben wir denn da? Hey, Siraja ist da. Hallo. Hey, mein Lieber, komm rein. Wow, deine Tür geht so auf. Oh, und wer klopft denn da? Na, wer ist das? Ja, das bin ich, hallo. Hey, Leute, kommt rein, setzt euch bitte. Herzlich willkommen in meiner Hightech-Bude. Hohoho, schau mal, hat ein Bäumchen. Das Design ist fantastisch. Wo hast du es gekauft? Wen? Eine Stange. Das ist doch ein Baum. Ah. Naja, ein Haus auf dem Baum. Sag mal, wo sind die Geschenke? Hier sind die. Mein Geschenk an dich, das war doch diese Blume hier. Nein, warum sagst du das? Das ist doch genau dieselbe Wurzel, die ich dir auch geschenkt habe. Nein, Glenty, ich glaube, wir haben sie gerade im Semlam gekauft. Ich schenke dir auch einen Geldbaum. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr über dein Geschenk gefreut. Schon gut, schon gut. Siraga, was ist dein Geschenk? Ich schenke dir ein Huhn. Hä? Das ist doch ein Ei. Es ist ein Ei, okay? Aus dem ein Huhn oder ein Hahn schlüpfen wird. Lege es dir unter dir, wenn du an der Konsole spielst. Hey, Leute, soll ich mal die Playsee anschmeißen? Ja, komm schon. Okay, ihr könnt spielen, Leute. Ich werde an meinem Laptop ein bisschen arbeiten. Hey, Leute, ihr zockt schon ganze 20 Minuten. Könnt ihr vielleicht irgendwann zu Sirogas Einweihungsparty gehen? Und vielleicht das, dann gehen wir. Ich muss dort etwas Brennholz hacken. Und übrigens, ich habe einen hungrigen Miesepeter. Ich gehe und füttere ihn, okay? Das ist ein merkwürdiges Verhalten, findest du nicht? Ich dachte, wir laden uns irgendwie alle gegenseitig zur Einführungsparty ein. Ah, erst wieder die richtige Zeit für eine Runde Golf. Was macht man sonst, wenn man in der Nähe eines Golfplatzes wohnt und dort ein Haus hat? Golf spielen. Ah, irgendwie wird das schon langsam langweilig in diesem Haus. Ich sollte mal langsam Musik auflegen.
Wow, und jetzt kann die Party beginnen. Nun, das ist ein toller Golfplatz. Die Hauptsache ist, dass man es richtig macht. Was ist das für eine Musik? Das mag ich nicht. Golf sollte in Stile gespielt werden. Mann, ich kann's bei der Lärm nicht konzentrieren. Glenn, mach das leise. Glenn, kannst du es nicht hören? Was ist los? Wer war das? Hey, warum schmeißt du es in mein Haus? Warum drehst du die Musik so laut auf? Ich kann nicht spielen. Na gut. Wie geht das Ding noch lauter? Dann werde ich mich mal in die Hängematte chillen. Oh. Ah, perfekt. Das nenne ich ein Leben. Das genieße ich. So muss es sein. So, alles ist bereit für das Feuer. Ach ja, ich muss noch etwas zum Anziehen besorgen. Ich gehe nach Hause. Oh, das Huhn hat hier ganze Arbeit geleistet. Puh, das ist eine ganze Nase voll. Oh Mann, ich habe Haarsträuße zu Hause. Ich dachte, Vlad hätte Duftstäbchen. Ich werde ihn später fragen müssen. In der Zwischenzeit... Hier sind die Streichhölzer und die von Vlad. Glenn ist aus der Hütte raus. Gut, ich habe einen Plan. Ich werde es alles abbauen. Puh, frische Luft. Das ist sie, die ansteckend. Ah, das war's, Basser. Du wirst mich nie mehr belasten, also. Hallo? Vlad? Bist du da? Er ist nicht zu Hause. Na gut, dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich mir die Parfümstäbchen von ihm ausleihe. Ich werde sie nur schnell in meinem Zimmer auslüften. Das ist alles. Hey, warum stinkt es in meinem Haus so? Ich verstehe das nicht. Das waren doch meine Stäbchen da. Hey, ich dachte, der Wind hat sie weggepustet. Okay, versteh's nicht. Es stinkt wie im Dorf. Die Stäbchen sind weg. Serioga! Hör mal, hast du nicht etwa meine Stäbchen geklaut? Nein, ich habe sie nicht gestohlen. Ich habe sie nur ausgeliehen. Ich werde sie später zurückgeben. Wahnsinn, Sergei, hast du die genommen, ohne zu fragen? Du warst nicht zu Hause. Mein Haus stinkt jetzt. Du bist da reingekommen. Jetzt riecht es nach deinem Bauernhof. Glenn! Ja, Freude, was ist denn hier los? Sergei ist in mein Haus eingebrochen und hat dir Stäbchen gestohlen. Warte, ich werde auch mal mein Haus prüfen. Vielleicht ist hier jemand bei mir eingebrochen. Ich war gar nicht bei dir. Ich könnte es gewesen sein. Wo ist mein Lautsprecher? Hey, Sergei, hast du meinen Lautsprecher mitgenommen? Wozu brauche ich deine Säule? Mir geht es gut im Freien. Gib mir die verdammte Musikbox zurück. Oh, warte. Ich bin ja noch mit dir verbunden. Lass mal sehen, wo du sie versteckt hast. Warte mal, das kommt hier gar nicht aus deinem Haus. Ey, das kommt hier aus seinem Haus. Ich bin an der Toilette. Was für eine Toilette, Mann? Gib mir den Lautsprecher endlich zurück. Und dann bist du noch der Typ, der Sirog eine Ratte nennt. So, Nachbar, nach so einer Sache kommt ihr nicht mehr zu mir nach Hause rein. Na, du. Na los, du auch. Raus hier. Was für Situation? Was für Freunde ich habe. Einer schlimmer als der andere. Und ich dachte, ich würde mein Abendessen mit ihm teilen. Am Ende will ich sie gar nicht mehr sehen. Ich werde mir eine Lieferung bestellen. Eine Pizza. Hallo? Hallo? Hören Sie, ich bin gerade im Baumhaus und ich hätte gerne eine doppelte Pepperoni, wenn das geht. Ah, Straße, Hausnummer. Kann ich in die Geoposition schicken? Hallo? Die haben einfach aufgelegt. Naja, anscheinend liefern sie nicht hierher. Okay, dann werde ich mal Vlad anbieten, dass er mich füttert, als Entschuldigung für den Diebstahl, den er begangen hat. Eine gute Idee. Okay. Als ob das Gewürz fehlen würde. Nun füge ich ein wenig Pfeffer hinzu. Die Suppe wird bald fertig sein. Na, eben etwas fehlt noch. Oh, es ist der Wald. Ich gehe besuchen. Wer ist da? Ich bin's, Glenn. Oh, bist du da? Also, hey, ich bin im Grunde bereit, dir zu verzeihen, aber dafür musst du mir ein leckeres Abendessen machen. Willst du ein Steak haben? Machst du Witze? Natürlich, Mann. Ich habe schon eingelegt. Ich beträufle nur ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz. Boah. Oh Mann, so ein schönes Fenster habe ich übrigens nicht. Ich habe nur eins. Wow, schau mal, Sirogi geht in den Wald. Hör mal, ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Ein Prank für Sirogi. Wir müssen seinen Schweinchen Cabbage stehlen und es austeilen gegen... Da wird er doch komplett aus dem Häuschen sein. Komm schon, komm schon, komm. Bevor er zurückkommt. Komm her, kleines Schweinchen. In Ordnung, gehen wir. In Ordnung. Du bleibst hier und wir werden in der Zwischenzeit etwas Fleisch braten. Du hast dich umsonst mitgenommen. Stimmt, ich verstehe es nicht. Wo ist Zucchini? Zucchini? Leute! Leute, Leute! Habt ihr Zucchini gesehen? Weg! Ach, hast du ihn nicht fürs Picknick mitgenommen? Was? Du hast ihn mitgenommen? Und Zucchini! Komm schon, Sirioga, ist das ein Scherz? Der sind selbst ich, die ich mitgenommen habe. Ja, also dein kleines Schweinchen hat da irgendwie ein Loch gebraten und dann war es dann plötzlich Vielleicht weg. Vielleicht guck mal in den Wald. Scherzkeks. Mann, Zucchini, wo bist du? Zucchini, wo bist du? Ich werde 3 Stunden lang nach ihm suchen. Hey, ist hier jemand? Ich muss hier weg. Hör mal, wenn Sirioga weg ist, warum spielen wir nicht mit diesem Minischwein? Lass uns ihn trainieren. Los geht's. Okay, leg dich hin.
Setz dich hin. Wuff, wuff. Flip, nein, das darfst du nicht. Apport. Apport. Das hat funktioniert. Leute. Oh, Serioga, schau mal, wir haben deinen Zucchini gefunden. Warum renne ich eigentlich zu euch? Gern geschehen, ich bin durch den Wald gerannt, um meinen Latzenhosenanzug zu suchen. Und da habe ich ein Geräusch gehört. Ein Stampfen und Atmen. Ich glaube, es war eine große, wilde Bestie oder eine Art Monster. Was redest du da? Nee, Serioga, wir sind doch so weit weg. Das ist ein Zaun hier, ein geschütztes Gebiet. Niemand darf hier sein. Ich konnte ihn selbst dort stampfen hören, atmen. Ach komm, entspann dich mal, Serioga. Was für Ungeheuer. Lass uns doch mal Abend essen. Ich gebe dir so ein kleines bisschen ab. Ich bring dir Teller. Ja, ich habe auch Fischsuppe da. Übrigens, essen Sie Fischsuppe? Nein, ich habe sie irgendwie noch nie probiert. Hast du schon mal Fischsuppe probiert? Freude. Nein, ich mag keinen Fisch. Ja, also du kannst deine Fischsuppe alleine essen. Wir haben Fleisch. Guten Appetit, Jungs. Und ihr auch. Dankeschön. Nehmt ihr etwas Käse. Bitte sehr. Mhm. Übrigens, nette Idee mit den Häusern am Baum. Wisst ihr, wo ich das gesehen habe? Die Abonnenten haben in den Kommentaren geschrieben. Sie sagen, nehmt diese Baumhäuser ab. Ich liebe es, wenn Abonnenten uns Ideen für Videos geben. Ich liebe das. Die sind clever. Wie viele Ideen haben wir davon schon umgesetzt? So circa 20? Ja. Leise, leise, hört ihr das? Das ist das gleiche Geräusch, das ich im Wald hatte. In Ordnung, lass uns nach Hause gehen. Leute, das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Als ich dieses Haus gebaut habe, habe ich mich um meine Sicherheit gekümmert und hier ein Lasersicherheitssystem installiert. Und jeder, der da durchgeht, wird gebraten. Also meine Nachbarn wissen Bescheid, für sie ist es nicht gefährlich, daher bin ich in absoluter Sicherheit. Oh. So, was ist zu tun? Wie kann man sich schützen? Okay, jetzt, wir hatten ja das Holz da drin, etwas ungewöhnlich Holz. Hier, ja die hier. Ja, ich werde ein Messer nehmen und die Pfähle auf diese Seite spitzen. Und dann baue ich einen schönen Schutz für mein Haus. Oh, ich denke, dass die Bestie sicher erschrecken werden. Ein großes Wildschwein will ich hier sicher nicht reinkommen. Mit Tieren muss man mit den Methoden des Jägers umgehen. Und ich habe eine Falle dafür. Das ist eine darunter. Und Leim, das ist ein sehr starker Kleber. Und ich werde ihn auf diese beiden Bäume kleben, sodass, wenn ein Raubtier beschließt, darauf zu krabbeln, es kleben bleibt und nicht weiter krabbeln kann. Okay, ich habe einen Baum und den anderen habe ich auch gut bestrichen. Die Falle steht, okay. Das war's. Wir müssen hochklettern und die Leiter verstecken. Schnell, schnell, schnell. Das ist ein echter Genuss, Leute. Es ist sicher warm. Man hat Strom. Was zum Teufel war das? Ich versteh's nicht. Ach so, schaut mal, da ist ein loses Kabel am Generator. Das kann nicht von selbst passiert sein. Jemand muss es rausgezogen haben. Das heißt, auch mein Sicherheitssystem funktioniert nicht mehr. Mann, ich sollte schnell bei den Jungs unterkommen. Wow. Hey, mach auf. Hey, wieso erschreckst du mich? Jemand hat mir da mein Licht abgestellt. Die Drähte vom Generator sind gekappt worden. Du hast da drüben eine Kamera. Können wir das irgendwie ansehen? Genau. Das hier ist mein Baby. Ich hab's hier alles auf mein Handy dupliziert. Schauen wir, was das war. Was zum Teufel? Serioga! Serioga! Sergei! Serioga, Serioga, Serioga! Ja! Lass mich rein! Oh, ich riech's hier natürlich! Kommen Sie schnell rein! Was ist denn los? Wir haben uns die Kameras von Glenn angesehen. Also, irgendein Moser hat da die Drähte von Glenn durchgeschnitten. Wir müssen uns sofort von ihm isolieren. Komm. Oh, ist ein bisschen eng hier drin. Das war nicht nur einfach ein Tier, das war ein Ungeheuer. Deshalb müssen wir dringend diese Leiter absägen. Nun, es gibt keine andere Möglichkeit. Serioga, dort drüben kann die Leiter abnehmen und niemand wird hier reinkommen. Komm, Säge. Komm schon, Serioga, warum hast du so lange gebraucht? Das ist alles, fast. Oh, wow. Ich bin sicher, er wird... Hast du es gesehen? Ich hab es gesehen. Hast du das gehört? Mach die Lichter aus. Lass uns ihm folgen. Ich habe ein Fernglas. Richtig. Ich sehe es. Was? Was ist da? Und ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Warum? Es ist ein Mann in einem Buschanzug. Lass mich mal diesen Busch sehen. Leute, wann wollt ihr uns so einen harten Prank spielen? Das ist so das Kostüm von Kubikov. Er hat das Kostüm schon mindestens 3-mal benutzt. Ist das Karl Berg? Lass uns jetzt auch einen Streich abspielen und ihn fangen. Aber sowas von. Lassen wir ihn also näher kommen und dann fangen wir ihn. Schmeiß den Grill an. Oh, was für ein leckeres Gericht, Glentik. Woher in aller Welt hast du denn so ein Rezept? Das ist ein sehr geheimes Rezept. Niemand kennt es. Es sind nämlich die leckersten Würstchen der ganzen Welt. Leute, ich gehe jetzt Soßen holen. Also, komm schon, koch zu Ende. Serioga, warte, ich komm mit dir. Ich werde die geheimen Getränke holen. Und dann hole ich mal die Becher für die geheimen Getränke. Cool, Leute, es muss atmen. Ich frage mich, was sie da drin haben, das so gut riecht. Wow, ich sollte mal näher rankommen. Und noch näher und mal schauen. Hey, ich hab dich.
Hallo zusammen, mein Name ist Vlatar 4, Glend, Gabikov und Sergej. Hey, entspann dich, warum bist du so wütend? Was ein Blödsinn. Liebe Abonnenten, weil wir eure Kommentare lesen, konnten wir das Folgende nicht bemerken. Unter jedem Video lasst ihr 1000 von Likes da. Nehmt ein 24-Stunden-Video im Kindergarten. Da-da-da-dam! Der Kindergarten. Heute werden wir einen sorglosen Tag im Kindergarten verbringen. Außerdem, Leute, haben wir noch heute eine Kindergärtnerin. Na gut, komm, lass zu ihr gehen. Auf geht's. Komm schon, Kopf. Komm, Glend. Geh doch schon. Ich hasse den Kindergarten. Bevor ich weitermache, werde ich für eine Minute ein normaler Glend sein. Also, Silvester steht kurz vor der Tür und ich habe lange überlegt, was ich Vlad A4 schenken soll. Aber das Problem ist, dass er eigentlich schon alles hat. Wirklich alles, Leute. Aber mir ist dennoch etwas eingefallen, was er nicht hat. Und das ist dein Abo-Button. Also abonniere. Wenn du ihn grau machen würdest, wäre das das beste Geschenk für ihn. Denn die Hälfte der Zuschauer, die uns schaut, haben unseren Kanal nicht abonniert. Wenn du also Vlad ein Geschenk machen willst, dann lass es uns gemeinsam zusammentun. Ich habe dich gebeten, den Kanal zu abonnieren. Also abonnieren es und ich werde es auch tun. Du wirst etwas Nettes für Vlad tun und auch für mich. Und wenn du schon abonniert hast, vielen Dank. Und ich hasse den Kindergarten. Oh, Kindergarten! Na gut, was ist heute auf dem Programm? Frühstück. Na endlich gehen wir essen. Und dann gibt's Gymnastik. Unterricht, Mittagessen, Ruhezeit. Proben, freie Zeit und ein Spaziergang. Und Abendessen? Das wird deine Mutter für dich kochen. Zieh mal die Waschbecken hier an. Hey, verschwinde, Glenn. Verschwinde. Okay, es ist Zeit, meinen Hut abzunehmen. Das ist mein Spind. Das ist mein Spind hier. Das ist mein Spind. Hey, das ist mein Spind. Das ist dein Spind, Alter. Das ist meiner. Erzieherin! Was schreist du so herum? Warum kennt ihr euch den Spind nicht an? Ich werde streiten. Ihr Wort ist das Gesetz. Und jetzt lass uns ins Spielzimmer gehen. Schau mal, hier gibt es Obst und Gemüse und sogar Knoblauch aus Plastik. Die Orange gehört mir, das ist meine Orange. Erzieh! So macht man diese Rübel fertig. Hier ist sogar eine Trommel drin. Hey, das ist meine Trommel, das ist meine. Hey, bleib, das gib sie her. Was für coole Betten. Dieses hier gehört mir. Die sind so hart, sie sind wie aus Holz gemacht. Was ist denn los? Ich muss dringend Pipi machen. Schaut mal, was für kleine Toiletten hier sind. Solange die Erzieherin weg ist, gehe ich schnell auf ihre Toilette. Riesig. Okay, ich komme gleich wieder. Geh weg, komm, schau nicht. Glenn, Kapikov, Glenn, Blatt Papier, Cadillac. Das ist der neue Cadillac. Hallo, Leute. Hallo. Ich bin eure neue Lehrerin. Mein Name ist Oksana Michailovna. Lasst uns alle an den Tisch kommen und uns kennenlernen. Also Kinder, wer möchte als Erster von sich erzählen? Ich. Okay, darf ich, komm. Bitte? Wie heißt du, wie alt bist du und was willst du werden, wenn du groß bist? Ich heiße Sergej, ich bin 26 Jahre alt und möchte Fußballerspieler werden. Gut gemacht, Sergej, so energisch, so aktiv. Kannst du hier dein Foto finden? Ja, natürlich, hier bin ich. Sergej, wer umarmt dich da? Braver Junge, setz dich hin. Leute, wer will noch probieren? Kopjukov will es. Wie heißt du, wie alt bist du und was willst du einmal werden? Mein Name ist Kopjukov Vladislav. Ich esse sehr gerne und möchte Koch werden. Oh, du bist so süß. Guter Junge, finde dein Bild. Das bin ich. 1, 2, 3. Okay, ich geh schon. Vlad... Papier. Und wie alt bist du? 24. Was willst du mal werden? Ein Tierarzt. Such dich. Das bin ich und mein Kater Felix. Mein Name ist Glenn und ich bin so alt. Und wie alt ist das? 20. Was willst du werden? Ich will Bürgermeister werden. Aber um Bürgermeister zu werden, musst du nicht so ein Tyrann sein. Lass uns allen dein Bild zeigen. Zeig, was für ein hübscher Hase du bist. Gut gemacht, Leute. So, Zeit für einen Snack. Wir haben jetzt Frühstück auf dem Plan. Lasst uns lecker essen, ja? Das Frühstück ist da. Grießbrei. Guten Appetit ist, lasst euch nicht verwöhnen. Grießbrei, das ist einfach nur furchtbar. Ich liebe Grießbrei. Sie ist auch noch nicht süß. Nein, ich glaube, ich bin heute auf Diät.
Oksana, kann ich noch ein bisschen Grießbrei haben, bitte? Willst du noch Grießbrei? Willst du meine Portion haben? Na komm. Ja, bitte. Das hast du dir verdient. Wartet, hört auf damit. Was macht ihr da? Wer hat ihnen beigebracht, so sich zu benehmen? Also gut, wir werden euch jetzt erziehen. Wer heute brav ist, bekommt Sonnenschein. Und wer unartig sind, bekommt Wolken. Und am Ende des Tages werden wir sehen, wer ein guter Junge ist. Wieso denn das? Dafür, dass sie nicht den Brei gegessen haben. Kinder, ihr wisst doch, dass der Silvester vor der Tür steht. Habt ihr Geschenke für eure Mütter vorbereitet? Noch nicht. Ich schlage vor, dass ihr ein paar Perlen von eurer Mütter basteln. Schaut, es gibt Macaroni, Angelschnur, Farben und eine Schere. Lasst uns das nehmen und eine schöne Perle machen. Wer es gut macht, bekommt eine Sonnenblume. Oh ja, diese Idee gefällt mir viel besser. Ideen? Keine Ahnung. Ich möchte lieber früher als später essen. Schau, was für ein kleines Männchen. Es ist so klein wie ich. Mama wird wissen, dass das ein Geschenk von mir ist. Das ist ein minimalistischer Sonnenscheinanhänger, weil meine Mutter mein Sonnenschein ist. Schaut, wie es geworden ist. Jede Menge Regenbögen und ein kleiner Mann. Ich fange es an, mit Ausmalfarben anzumalen. Meine Mutter ist sehr hübsch, also nehme ich rosa. Schaut her, meine Perlenkette ist fertig. Mir gefällt die Kombination aus Blau, Weiß und Rot sehr gut. Ich möchte eher die gleichen Perlen machen. Die Jungs haben beschlossen, die Perlen zu bemalen und ich will sie anders haben. Ich dachte, die Farbe würde dunkelrot sein, aber es wurde braun. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass sie meiner Mutter gefallen. Und ich mache so eine Art von Perlen. So, Jungs, zeigt uns, was ihr gemacht habt. Ich habe diese gelben Perlen für meine Mutter gemacht. Sie sind so gemustert und alles auf einer Seite. Sie sind wunderschön. Sie gefallen mir sehr. Lass uns eine Sonne für dich aufstellen. Und ich habe so coole Perlen, so rosa und da bin ich in der Mitte. Oh, sie sind wunderschön, sie gefallen mir sehr. Lass uns eine Sonne für dich aufstellen. Ich habe diese hier. Wow, diese sind interessant. Nicht interessant, er hat sie ja nicht mal angemalt. Nun, es ist natürlich. Ich denke, du verdienst einen guten Sonnenschein. Gut gemacht. Und ich habe solche Perlen bekommen. Die sind sehr schön und es gibt viele Sachen. Er hat auch die Sonne verdient. Ihr seid so gut, den Müttern wird es sehr gut gefallen. Oksana, wann ist die stille Stunde endlich, hä? Schrei nicht, Kopjakow, sie ist nicht da. Sie ist nicht da? Was? Das heißt, man kann also alles machen, was er will. Also, Sergej, gib mir den Ball, schnell. Nein, ich habe ihn zuerst bekommen. Und ich habe ihn zuerst gesehen. Also, komm, gib ihn her, los. Ach, du spielst doch sowieso Lego mit Vlad. Ja, aber jetzt will ich auf den Ball springen. Das war's, verschwinde, zieh. Ich sag's der Lehrerin. Ist irgendein Schwachsinn. Also, was bauen wir? Was machen wir, Vlados? Eine Garage oder eine Basis? Ich baue ein Flugzeug. Siehst du? Und er spielt mit Lego. So, Jungs, räumt euer Spielzeug weg. Kopjakow, steh auf. Wir haben Gymnastik auf dem Plan. Steh auf. Los geht's. Gut gemacht. Los geht's. Okay, Leute, wir sind in der Turnhalle, weil es Zeit ist, Übungen zu machen. Aber wir werden es auf eine ungewöhnliche Weise tun. Ich habe diese Karten, die ihr herausziehen müsst, vorbereitet. Und da ist ein Würfel, der euch sagt, wie oft ihr die Übung machen müsst. Verstanden? Verstanden. Also, wer ist der Erste? Sergej natürlich. Komm schon, zieh die Karte. Hocke. In die Hocke. Mein Favorit. Los, wirf den Würfel. Lasst uns alle zusammenzählen. Hocke. 1, 2, 3. Gut gemacht. Das hat dir gefallen. Gut so. Los geht's. Wer ist der Nächste? Kopjakow. Komm mal her. Du musst sowieso ziehen. Keine Sorge. Komm schon. Also vorwärts beugen. Guter Junge. Gib mir die Karte. Wirf den Würfel. Wie viel mal? 4. Fertig. 1, 2, komm schon, 3, 4, gut gemacht. Siehst du, du hast es geschafft. Juhu, Platz für euch. Gut gemacht. Jetzt bist du dran, komm mal her. Liegestütze. Oh, das ist eine tolle Übung. 2. Glück gehabt. 2 Liegestütze. Komm schon. Also, ich mache jetzt 2 Liegestützen, so. 1, 2. So, ich bin fertig. Was lachst du? Was lachst du, Mann? Okay, komm. Du hast gelacht, jetzt zieh die Karte. Ich nehme dich hier. Auf dem Springseil hüpfen. Zum ersten Mal möchte ich eine kleine Zahl. 3.
Lass uns das Springseil nehmen. Warte mal. Und eins, zwei, drei. Gut gemacht. Gut gemacht, Kinder. Das habt ihr alle gut gemacht. Jetzt gehen wir ins Spielzimmer und ihr könnt eure Aufgaben machen. Leute, Leute, ratet mal, wen ich gemalt habe hier. Ups, Gummikopf, sehr lustig. Und du kannst dich nur beschweren, Mann. Nur so. Warum hakst du auf mir herum? Weißt du, wer du bist? Du bist ein Stinktier. Und worüber lachst du denn, du Käsekuchen? Vlad, hör auf, ihn zu beschimpfen, Alter. Wenn du jemanden beschimpfst, dann bist du ein schlechter Mensch. Das ist doch Gummikopf. Er ist ein Pöbler und eine Salzgurke, die auf dem Boden wälzt und niemand essen will. Das ist doch klar. Ruhig, ruhig, Kinder, hört auf zu schreien. Gummikopf hat angefangen. Ruhig, ich werde alle ein paar Wolken aufziehen. Ruhe, lasst uns an den Tisch gehen und mit unserer Arbeit weitermachen. Lasst bitte die Legos liegen und kommt hierher. Gut gemacht, setzt euch hin. Wir malen weiter. Oha, was malen wir? Das sehe ich. Guckt mal. Kubelkopf hat wem gezeichnet? Sergej. Stimmt's? Naja, da steht Sergej. Ja, 1:1. Nehmen wir Bleistifte, Filzstifte, Blätter und zeichnen uns gegenseitig. Gebt euch große Mühe, denn ihr werdet von euren Abonnementen beurteilt. Hier, da hast du es. Bleistifte, Blatt Papier. In Ordnung. Ah. Gut gemacht. Wen malen wir? Wir zeichnen uns gegenseitig. Leute, das ist ein Meisterwerk. Und ich glaube, an meiner Zeichnung ist ganz klar, wen ich gemalt habe. Also Leute, zeigt uns, was wir gezeichnet haben. Ich habe Kubikopf gemalt. Das ist ja interessant, der Bärtige. Oh, dein ist auch so ungewöhnlich. Das ist Glenn. Das ist Glenn. Ja, ja. Okay, wen hast du denn? Und sie haben Kubikopf, richtig? Ich glaube schon. Wow, und was hast du? Ich habe Vlads A4. Gut gemacht. Er sieht ihm auch ähnlich aus. Gut gemacht. Sehr gut gezeichnet. Leute, schaut euch die Zeichnungen der Kinder an und schreibt in die Kommentare, wessen Zeichnung euch besser gefällt. Ich glaube, das war meins. Nein, meins ist viel besser. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt die erste Aufgabe gut gelöst. Jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr als Team arbeitet. Wir werden jetzt ein gemeinsames Bild an die Tafel malen. Wer ist der Erste? Ich. Darf ich bitte? Komm. Bitte, Serge, fang an. Okay, stopp, guter Junge. Komm schon, der nächste Blatt. So, ihr dachtet, das wäre ein Haus, aber nein, es ist ein Hut. Okay, wow, gute Arbeit. Setz dich hin. Kubikopf, bitte sehr. Stopp, der nächste ist Glenn. Also zuerst habe ich hier so einen Pfeil gesehen und jetzt ist es irgendwie ein Ninja. Hm. Wow, cool, gut gemacht. Machen wir noch eine Runde wieder, Sergej, los. Kubikopf in einer Märsche? Vlad ist der Nächste. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was soll ich nur hinzufügen? Okay, das ist alles ein großer Gedanke, der wem gehört? Eine Raupe? Das ist keine Raupe, das ist ein Wurm, der am Haken von einer Angelschnur hängt. Hier, schau mal, am Angelhaken. Ah, ihr seid so gut. Seht euch all die unerwarteten Übergänge an. Das ist so großartig. Ihr seid so cool, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Ihr bekommt alle etwas Sonnenschein. Wisst ihr, was sogar noch besser wäre? Was kann man machen? Wenn uns unsere Abonnenten ein paar Likes da lassen. Lasst uns ein Like da für unsere Kreativität. Okay, Kinder, wir haben viel gezeichnet und jetzt werden wir ein paar Rätsel lösen. Ich liebe die Rätsel so sehr. Heb einfach deine Hand, okay? Darf ich? Nimm den Arm runter, ey. Darf ich? Weiß und flauschig, nicht zu muskulös. Vlad hat A4. Kaninchen? Du hast noch ein Rätsel? Nicht sehr muskulös. Also Vlad hat A4. Vlad A4. Richtig. Ich hab's als Erster gesagt, obwohl... Warte mal. Unterschiedliche Farbe im Winter und im Sommer. Weihnachtsbaum. Eine Blume. Kubikopf. Die LED-Kette aus Glenns Kanal. Denkt noch einmal dran. Ah, die Haare von Kubikopf. Gut gemacht, Sergej. Manchmal ärglich, aber manchmal auch lustig. Den die Abonnementen sing vertraut. Clown A4. Gut. Wir spielen sehr oft ein Spiel auf YouTube, um uns aufzulockern. Verstecken. Ich war zuerst und hab meine Hand gehoben. Nein, wartet, Jungs. Ich denke, das ist zu allgemein. Ja, Verstecken ist für alle. Witz fängt mit einem P an. Auf YouTube wird es anders genannt. Ich prank. Gut.
Nicht wie ich, nicht wie du. Nur ein Passant. Der Junge mit dem Namen... Siroja! Ich hab's erraten. Hier ist eine ganz einfache, kurze Frage. Für welchen Sender drehen wir das Video? Auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal. Gut gemacht, gut gemacht. Ihr Jungs seid großartig. Sonnenschein für alle. Sogar Kabirkov? Sogar Kabirkov. Ich weiß nicht, irgendwie ungerecht. So, Kinder, ich habe noch eine letzte Aufgabe für euch. Ihr sollt die Schwänze mit den Tieren und den Früchten verbinden. Wer ist der Erste? Okay, nicht so leicht, aber ich glaube, dass dieser schöne Schwanz diesem Lemur gehört. Und was ist Lemur? Ich denke, dass der Lemur eine Birne naschen möchte. In Ordnung, gute Arbeit. Okay, der Nächste. Ja, ich. Wähle dein eigenes Tier. Ja, das ist ein V. Das ist der. Ah. Du kannst einen Schwanz finden. Hier, so ein schöner. Und die Frucht ist mit dem Schwanz verbunden? So, das ist eine Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel sind gut für alle. Guter Junge, setz dich. Komm schon, Sergei. Komm schon, komm schon. Skorpion. Sehr brav. Setz dich hin. Und der Letzte? So ist gut. Alles auf einmal. Gut gemacht. Gut gemacht. Zwei Sonnen für dich. Und jetzt, Jungs... Zwei Sonnen? Was für ein Angeber. Klugscheißer. Warum gibst du so an, ey? Halt. Jetzt wäscht eure Hände und macht euch bereit für die Ruhezeit. Juhu, Ruhezeit. Wer wäscht die Hände vor dem Mittagsschlaf? Mann, Leute, das ist so cool. Kommt schon, wer will höher springen? Okay, die erste Runde ist geschafft. Die erste Runde, die zweite Runde. Jungs, der Mittagsschlaf macht so viel Spaß. Wir können Spaß haben, wir können eine Kissenschlacht machen. Eigentlich hat Oksana gesagt, dass sie in 5 Minuten reinkommt. Und wer wach ist, geht in die Ecke, alles klar? Puh, feiger Kabirkov. Das gibt der Mädchen wirklich kommen und uns alle bestrafen. Ich höre alles, geht schlafen oder ich werde euch bestrafen. Okay, hättest du mich nicht früher warnen können, Kabirkov? Eigentlich ist ein Mittagsschlaf sehr nützlich, Jungs. Lass uns ein bisschen schlafen und dann haben wir so viel Energie, um Spaß zu haben. Und Glenn ist in sein Sweatshirt ins Bett gegangen. Ah, du kleine Ratte. Mir ist einfach nur kalt. Kabirkov, warum schnarchst du? Man muss ihn einfach nur eine reinknallen, einmal so richtig. Leute, das könnt ihr nicht machen. Bedecke dich einfach komplett mit einer Decke und du wirst nichts hören. Das mache ich immer. Warum schnarcht er und wir müssen leiden? Ja, Mann. Ey, warum sollten wir ihn nicht mit den Decken zudecken? Komm schon. Noch ein kleines bisschen auf. Nein, das wird uns Alexander Michailov nicht verzeihen. Leute, wacht auf. Gut geschlafen. Steht auf. Aufwachen. Hat hier eine Unterkunft. Ziehen wir schnell Strumpfhosen an, damit wir nicht zu spät zur Probe kommen. Was? Und wer sie zuerst anzieht, bekommt eine Sonne. Strumpfhosen, bitte sehr. Für einen Sonnenscheinsticker kann man sich anstrengen. Los geht's. Du ziehst sie falsch an, Vlad. Nein, das ist so richtig. Richtig ist, es muss passen. Ey, nicht schieben, ey. Only you. Okay, ich bin fast fertig. Oh mein Gott. Ich bin der Erste. Rückwärts. Komm schon, Jungs. Schneller. Sergej ist der Zweite. Sie passen nicht. Glendig, was ist mit dir los? Komm schon. Oh. Worüber lachst du? 24 Stunden im Kindergarten machen so viel Spaß. So, ihr schlauen Mädchen, das haben alle gut gemacht. Vlad, du warst der Erste, deine Sonne hängt schon. Zieht eure Kostüme an und wir treffen uns auf der Probe in der Aula. Kostüme für die Vorstellung? Ja. Ich liebe Vorstellungen. Ihr seid meine Hähnchen, meine Eichhörnchen, meine kleinen Katzen. Ihr seid meine Wölfe und meine kleinen Bären, so hübsch. Und lasst uns tanzen, so wie wir es gelernt haben. Wir müssen einen Tanz vorbereiten, Jungs. Erinnert sich jeder an die Schritte? Ja. Okay, bereit. 3, 4. Verse, zehe.
1, 2, 3. Ferse, Zehe. 1, 2, 3. Zehenspitzen, Zehen. Ferse, Zehe. 1, 2, 3. Ferse, Zehe. 1, 2, 3. Gut gemacht. Und jetzt die Laternen. Laternen. Lasst uns die Hände benutzen. Nicht nachlassen. Wir sind am Tanzen, Jungs. Und jetzt klatschen. Dreht eure Gesichter. Und 1 und 2. Und 1 und 2. Und jetzt alle zusammen einen Kreis. Und sie kommen, 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 winken mit den Händen und gehen. Leute, Mann, es ist so krass im Kindergarten. Und wenn die Abonnenten Likes da lassen, bin ich sogar bereit für einen zweiten Teil. Ja, ja, ja. Oksana Michailowna, bin ich der beste Tänzer? Hey, warum bist du denn plötzlich der beste Tänzer? Ja, wir haben doch alle gleich getanzt. Halt, hey, halt, was sagst du mir? Alle haben gut getanzt. Gut gemacht. Hähnchen, Kätzchen, lass uns gehen und umziehen. Wann werden wir endlich essen, ne? Wir werden bald essen. Lass uns umziehen und essen. Und Glintig, bist du bereit? Ich bin fertig. Fang! Oh. Wow. Wow. Sehr gut gemacht. Nun, Kinder, ihr habt heute so gut gearbeitet. Ihr habt alle Aufgaben erledigt. Also müssen wir die Ergebnisse zusammenfassen. Seht euch die Tafel an. Vlad und Kobekov haben jeweils 5 Sterne bekommen. Lasst uns ihnen einen Applaus geben. Das war's. Gut gemacht. Und nun zu unserem Abendspaziergang. Oh. Gehen wir in die Garderobe und ziehen uns an. Ein Spaziergang macht Spaß. Okay, meine Mütze. Oh, Handschuhe. Kennt ihr diesen Trick, wie man Handschuhe schießen lassen kann? Nein. Du nimmst einen... Miau. Oh, wow. Und, Jungs, die Ziele sind bereit. Auf geht's. Ich schieße. Oh, 3 auf einmal. Jetzt bin ich dran und... Jetzt sind ich und Glenn dran. 1, 2, 3. Oh, das war krass. Und jetzt ein Duell mit Glenn. Stich in die Trum. Ey, mein Pummel. Also gut, keine Frecherei, Jungs. Ich habe gute Nachrichten für euch. Die A4-Produktion ist hier, um euch abzuholen. Also zieht eure Jacken an und geht raus. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.